Okay, Blessing ist an. So, das heißt, wir schieben. Wer ist jetzt alles da? Also, wer ist jetzt draußen? Ich? Necros Maus. Und. Trinity. Ah, ich meine, Valkyr. Nein, Trinity reinkommt. EV Trinity muss rein. Ja, ich bin schon drin. Ich hab noch keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Einfach fliegen. Du müsstest jetzt auch dauerhaft Schild haben, weil das Blessing an ist. Also, du müsstest jetzt relativ leichten Anflug haben. Ah, jetzt. Ihr seid bei A oder was, ja? Hinten? Für diejenigen, die draußen sind, wenn ihr jetzt irgendwelche Wegpunkte seht, bitte nicht hinfliegen. Sonst fliegt ihr nämlich aus der Map raus. Ich spiel Fußball. Genau, die Spore immer bei ca. 35% reindrücken. Oh, hab ich das. Müssen wir wieder auf Helden finden. Der erste kann hacken, wenn er weiß, wo. Unten, ne? Nee, unten habe ich jetzt nur den Vaporizer groß gemacht. Der Hack ist da drüber. Achso, ja. Komm, ein kleiner. Aber du kannst unten den Vaporizer gleich nochmal groß machen. Da brauchen wir nochmal. Oh. Blessing? Scheiße, ja, tut mir leid. Ich war am Hacken. Nein, nein, ich sag nur, dass ich beschert bin. Nee, es ist gut. Da muss ich drauf achten. So, wo sehen wir jetzt hier die Anzeige? Ich sehe den Golem-Triebwerke ist bei 0, das ist in Ordnung. Bei wie viel soll es sein? Bei 35. Bei 35 in etwa kannst du die Spore rein. Ja, jetzt wird der Sieg jetzt drauf. Okay, jetzt die drinnen sind, mal Richtung Wegpunkt 2 orientieren. Wird da Spore. Also ab hier geht's dann zu 2. Sonst fliegt der weg oder was soll das sein, ne? Sonst werden wir hier ausgespielt. Nein, ich sterb da drin. Wir werden gar nicht ausgespielt. Genau, wir sterben einfach. Ja. So. Wir werden dann verbrannt, hä? Bitte, wer drin ist, Richtung Wegpunkt 2 mal versuchen durchzuarbeiten. Ja, ich sehe jetzt Money. Seid ihr jetzt schon bei Stern? Ach, da muss man. Genau, Richtung Stern und dann weiter nach oben, Richtung Wegpunkt 2. Soll ich aufschießen, Trini, für die Spore? Es muss sich jetzt noch einer. Es muss einer jetzt die an der Scheibe rechte Konsole hacken. Und zwar jetzt. Rechte. Okay. Die rechte Konsole hacken. Ja. Wer frei ist, geht an der Scheibe nach links durch die Tür. Blessing. Gut. Ja, wenn ich nicht gute Projekte muss, ist es zu verlieren. Gut, man steht rechts auf der Scheibe nach links und dann auf. Nee, nicht ganz so weit durch den Gang, sondern durch die Tür durch. In etwa Wegpunkt 2. Die Scheibe zu, genau da und auf die Platte stellen. Okay, ihr könnt runter von der Platte und wieder zurück in den Hauptraum gehen. Wenn wir jetzt den Nerv zerstören, dann müssen wir alle raus, zügig. Und dann können wir die ersten erste Drittel Schaden am Golem machen. Oh, das war der Bruchteil von der Sekunde, wo das Blessing aus war. Scheiße. Krabbel zur Scheibe, Jaro. Bohre rein, oder? Ja, weiter so, Sporen rein. Du bist ja flink, kann einer Jaro noch aufzwischen? Kriegt das noch einer hin? Wo ist der überhaupt? Im Hauptraum. Okay, Hauptraum. Ihr müsst zurück in den Hauptraum. Achso, ja, das ist ein bisschen weiter weg. Ja, dann stirbt er halt. Ist schon tot. Sammelt euch mal bitte jetzt in dem Hauptraum, da wo Jaro ist. Am besten Jaro, du setzt einen Wegpunkt oder sowas. Ich krieg dir mal den Tipp, der mit mir draußen ist. Scan einfach. Was? Mit der Mina. Es fehlt scannen, jetzt noch. Ja, weiß ich, der mit mir draußen ist, kann scannen irgendwo. Gut, dann macht den Vaporizer groß und dann geht's nach draußen. Okay, alle Mann raus aus dem Golem. Okay, gut, du musst drauf. So, jetzt klassisch Golem, die Atlas Raid, der Atlas bossmäßig in Hintern schießen. Ich meine jetzt ab, genau jetzt. Ja, das Weihnachts-Special, der ja. War das Beste. Und hier ist halt Strahlungsschaden entscheidend. Oder sinnvoll. Oh, schieß weiter auf den Golem, ich wisch ihn auf. Das war's jetzt schon wieder, ne? Nee, noch nicht ganz. Nee, weiter Schaden. Das ist noch kein Drittel. Haul, das bin ich auch so richtig. Nö, bei mir läuft's flüssig, warum? Okay, dann liegt's einfach. Hm?
Dann liegt das dann hier. Ja, okay, jetzt haben wir, jetzt klopfen nur noch Nullen auf. Der dockt jetzt wieder an, gleiches Spielchen wie eben, wir drücken ihm eine Spore ins Gesicht und fliegen wieder rein. Diesmal ist der Anflug auch ein bisschen anders. Mit Hindernissen, ne? Mit Hindernissen, genau. Wer graue Fleischbällchen auf sich zukommen sieht, einfach drauf schießen. Nicht drauf. Na, das ist immer die großen Drüter. Hat sich zickig, der will nicht landen. Doch, die Hälfte. Oh, das neue Feature. Ja. Ah doch, jetzt geht er. Aber du musst draußen immer in Bewegung sein, oder? Sonst holen die dich weg irgendwie. Ja. Ich dachte, ich gehe schön in Tarnung, aber... Ich schieße, wenn man von vorne drauf guckt, auf die rechte Seite. Okay, auch. Links noch einer. Warte mit der Spore. Ah, jetzt kannst du, okay. Jetzt. Okay, und gleiche Stelle hier unten, Wegpunkt 2 wieder reinfliegen. Meine Zeit lang hatten wir draußen gar keine Gegner. Ihr habt auch keine Gegner. Sobald der erste landet, verschwinden die Gegner draußen. Deshalb jetzt versucht du am Leben zu bleiben, wer draußen ist. Ja, weil ich kenne und das ist eine gute Idee. Ich Need Money ist jetzt gerade vor mir, das heißt, sobald er gelandet ist, verschwinden sämtliche Gegner. Und sobald eine Trinity drin ist, dann könnt ihr auch wieder was machen, weil dann gibt's halt auch Heilung. Okay, die ersten sind gelandet. Das ist der längste Teil dann hier, oder? Ja, das ist der komplexeste, der auch am schwierigsten zu handelnde. Okay, wer jetzt drin ist, tricht zwei durcharbeiten. Easy, please. So, Spore, soll ich dir aufschießen hier? Mit draußen, oder? 50%. Hier kann erstmal einer hacken. Ich gehe jetzt da durch, oder kann auch jemand anders da durch und sich auf die Platte stellen. Wegpunkt 2. Oben durch die Scheibe, passt, genau. Dann noch einer auf Wegpunkt 2 auf die Platte. Ja, ja, Flammenwerfer, das durch Wände geht. Steht jemand auf Wegpunkt 2? Hier. Ja, Tür ist offen. Okay, ihr könnt runter. Könnt runter. Blessing? Ja, bin dran. So, wohin jetzt? Wie war jetzt hacke ich hier oben die Konsole, Wegpunkt 3 gerade. Wegpunkt 2, damit dieser Container da unten, der orangefarbene, vorfährt. Der bewegt sich jetzt gerade. Dazu musste man das oben hacken. So, und jetzt können wir uns oben auf den Container draufstellen und die Tür hacken, die dort ist. Und alle, die jetzt drin sind, sollten auch mit hier hochkommen Richtung Wegpunkt 2. Also Tür hacken und dann da oben rein. Wer hacken da die Tür? Achso, ja. Money, glaube ich, oder? Nee. Jaro. Okay, kommt mal alle hier hoch. Das Ding hacke ich jetzt, damit der Vaporizer nach rechts fährt. Ich mache mal kurz die Tür auf, damit die Mobs kommen. Und da oben dann drei Dinger einschmeißen. Drei nicht. Genau, erstmal jetzt, wer keinen Injektor hat, bitte zu Wegpunkt 2 stellen. Auf den Knopf. Genau, ich komme mit nach rechts hier jetzt, Wegpunkt 2, hier brauchen wir zwei Vaporizer, drei, also ich habe jetzt zwei, also einen brauchen wir noch. Ja, ich bin hier. Und, ja, ich okay, hab alle du hast jetzt einen schon drin? Ja, ich habe beide reingetan. Ich weiß nicht, ob... Ah doch, meine sind auch schon drin. Okay, dann okay, jetzt brauchen wir noch zwei an der Stelle hier. Zwei Vaporizer. Hat noch jemand zwei Ladungen? Ja, ich habe zwei, ja. Gut. Rein damit.
Der hat schon gefressen. Der hat schon gefressen, ja. Ah, da sind wir schon durch. Also dann einer jetzt oben noch den Isophagen benutzen. So, haben ja. wir jetzt eine Spore wieder? Ja, ne? Ach, da kommt eine. Die spawnen einfach, ja, irgendwo. Ja, die spawnen einfach random. Ist schon einer drinne? Nee, muss man da irgendwo aktivieren? Ne, eigentlich muss man nur auf das Ding da oben drauf schießen und dann müsste es einen reinlassen. Was? Das blässigen wir doch an. Ah, tu mal die Dinger, den Haut von Sagin weg. Jetzt. Hau drauf und benutzen. Ja, jetzt hat er. Okay, sehr gut. Gefressen. Machst du die Tür auf? Ach nee, jetzt. Hat jetzt noch jemand Ladungen für den hier? Ja, ich hab Ladung. Ansonsten bereit machen rauszulaufen schon mal. Da fehlt noch einer. Ach, haben wir? Achso, jetzt haben wir den Nerv kaputt gemacht, oder? Genau, er ist kaputt, also alle Mann raus. Sind alle draußen? Ja. Dann verpasse ich mich jetzt auch. Okay, also ja, letztes Mal habe ich aufgenommen, aber war nicht so klar wie diesmal. Kann ich dann übermorgen dann hochladen. So, dann Feuer frei. Das machen wir jetzt dreimal, ja? Genau. Der zweite Part ist der nervigste, der auch am häufigsten mal rum gebackt hat früher. Für uns war es der dritte Teil. Der dritte kann auch buggen an verschiedenen Stellen, aber den finde ich angenehmer zu spielen. So, ich glaube, wir haben das drin gemacht. Ja, keinen Schaden mehr. Boah, der schießt gerade gestorben. Ich schieße wieder, wenn man von vorne drauf guckt, auf die rechte Seite. Ich habe mich dieses Elektrozeug nicht gerade verfolgt. Wo war die Sprache? Da ist er, ne? Hä? Sind Sporen? Ist verschwunden. Doch, es ist eine Spore da. Da. Okay, auf. Links muss noch jemand schießen. Gut. Okay. Wieder anfliegen, wieder unten rein. Im letzten Part des Anflugs kommen zwei Stampfer. Also die gehen immer von oben nach unten, immer auf zu. Die davor, kann man unten. Davor lasse ich dann die so Schildplatten. Das Ding kann man unten links unterfliegen. Der erste Stampfer ist langsam, schließt komplett, dann da muss man halt abpassen. Und der zweite Stampfer ist sehr schnell, aber der hat unten links eine Lücke. Oh, das ist ungünstig, du bist alleine draußen, oder? Weiß es nicht. Seid ihr alle drin jetzt? Ich glaube, alle anderen sind im Anschlug, oder? Nee, die Ramalos müsste noch da sein, ah, oder? Ah, gut, super, okay. Klar. Wow. Ist da, danke schön. Bleibt nur am Leben, Blessing ist gleich gelandet. Scheiße, kein Schild, fuck. Genau. Ach, Mist. Ja, scannen ist eine gute Idee. Ich hoffe, okay, Blessing ist an.
Aber vorher war kein Lücke, oder? Oder bei letzten? Hm? Vorher bei letzten war da kein Lücke, oder war da auch Lücke? Also vor Fixes. Da war schon immer Lücke bei letzten Stampfer. Achso, die war schon immer meines Erachtens. Okay, jetzt müssen wir den Vaporizer Wegpunkt 2 groß machen. Dann muss sich einer bei Wegpunkt 2 auf das Gitter stellen und durchschießen auf den Esophagen, der da unten sitzt. Das mag ich. Okay, groß ist, da einer drauf schießen und dadurch kann man diesen Esophagen hier ein Stückchen weiter drunter, Wegpunkt 2, benutzen und kommt rein in diesen Container. Ja, Blessing kommt. Das sind wir gerade immer. Okay, Container ist offen. Jetzt rein da. Wegpunkt 2 nach unten. Ja, okay. Soll ich schon anmachen? Ganz unten, genau, kannst du zwei Ladungen reinmachen, dann kann man die Konsole hier hacken. Füllt ihr die immer selbst auf hier im Ramanus? Und jetzt einfach die Wegpunkt 2 dem Weg folgen. Ob du dir die selbst immer aufschießt, den Golem da? Die Punkte? Nein, der bleibt offen. Sobald wir gelandet sind, bleibt der Golem offen. Im offenen Zustand. Ich verpasse nur Kopfschmerzen die ganze Zeit. Okay, jetzt Wegpunkt 2, zwei Leute. Wer auf dem vorderen. Auf dem vorderen Teil steht, zieht man nach oben und guckt sich den Esophagen an. Und wenn ich Bescheid sage, dann mal einfach drauf schießen auf den Esophagen. Ist da oben offen? Also seht ihr den Esophagen? Ja, ja. Ah, ich krieg den Vaporizer unten nicht benutzt. Da oben ist einer frei, oder? Kann man bitte einer hier runterkommen, Wegpunkt 2 und den Vaporizer benutzen? Und dann den. Wir sind bei 42. Ja, ich hab vorhin beide benutzt. Keine mehr. Ich hab nur zwei. Da oben gehst du nach unten. Hier benutzen. Da unten benutzen und dann auf den. Eine Etage drüber den Esophagen benutzen. Draufschießen. Nicht reinhüpfen, draufschießen. Kannst du benutzen, Jaro? Nein, unten den willst du benutzen. Schnapp dir nochmal zwei Stück, Jaro. Ich hab zwei, ja. Oder. Komm mit runter, Wegpunkt 2. Und ihr beide, die da oben seid, stellt euch auf die Platten. Genau, okay, die benutzen, voll machen, Jaro, und eine Etage drüber. Wegpunkt 2, dann den Esophagen benutzen. Drück rein. Ja, warte, der macht das nicht. Warte. Der zickt rum, ja, okay, also nicht nur bei mir. Okay, hab. Und dann kommst du hier hoch und den hier benutzen. Genau, und dann kannst du oben auf das Fass schießen und es aufmachen. Aha, okay, jetzt haben die das selber aber kaputt gemacht, richtig. Ja, das passiert dann irgendwie, aber es muss halt einer oben rein, damit das Fass kaputt geht. So, okay. Jetzt brauchen wir noch Blessing. Wegpunkt 2. Kommt ein Stück raus im Hauptraum, Wegpunkt 2, da oben ist eine Konsole, die gehackt werden muss. Die hatten wir vorhin im zweiten Part schon mal gemacht. Und jetzt müssen wir halt den Container zurückfahren. Okay, hier. Ja, ich hack also auch. Groß machen, hacken und dadurch fährt dieser Container zurück. Und wenn wir das hier draußen nicht machen, dann ist vorbei oder nur noch Neustart? Dann fliegen wir halt bei 100% raus. Also wenn diese Triebwerksleistung bei 100 ist, sterben wir alle drinnen, werden draußen wiederbelebt und müssen nochmal neu reinfliegen. Ach, das so. Event resettet nicht komplett, also unser Fortschritt wird gespeichert, aber es ist halt der nervige Anflug. So, den Container, den wir jetzt zurückgefahren haben, einmal voll machen. Und dann kann die Konsole Wegpunkt 2 gehackt werden und. Okay, ich mach hier unten. Dadurch wird der Vaporizer frei. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch zwei Ladungen für Wegpunkt 2.
um. Ja. So, und hier backt's gerne mal rum noch. Fehlt noch einer? Brauchen wir drei Stück hier? Drei brauchen wir. So, jetzt haben wir es. Okay, hat geklappt. Alle Mann raus. Wo war der Nerv? Der war da oben mit drinne. Okay, letzte Phase. Golem in Hintern schießen, dann haben wir es geschafft. Ich fische ihn auf, feuert weiter. Plan ist klar. Ist schon Platte. Der braucht da nicht mehr viel, ne? Ja. Gut gemacht. Ja, das war der Archling Raid. Ja, schön. Ja. Ein Tellurium gab's. Und was gab's? Bei mir leckt's. Bei mir gibt's noch gar nichts. Momentum. Den darfst du auch. Naja, zieht sich immer, ne? Fusionskerne oder was war die Belohnung?